Kind von ihm. Hey, kommst du mal her? Es ist zum Geist geworden, es ist ekelhaft. Was ist? Da war gerade jemand im Wald. Ich kann niemanden sehen. Ja, du glaubst mir nicht. Ich habe echt niemanden gesehen. Ich habe jemanden gesehen. Ganz sicher. Sorry, ich glaub's nicht. Niemand würde um diese unchristliche Zeit noch draußen sein. Okay. Wir sollten wirklich zur Gruppe zurück. Ihr beide, wir müssen zusammenbleiben. Oha. Was ist das? Was zur Hölle? Was war das? Himmel, was ist das? Okay, das reicht. Wir haben Angst. Wer ist da? Wer immer du bist, das ist nicht lustig. John, wo bist du? Daniel? Taylor? Komm schon, John, wo bist du? Das ist nicht lustig. Schnell weg hier, Auge. Ekelhaft. Hey, wartet auf uns! Wer singt denn jetzt da auch? Hier ist Kind. Was war das? Was haben wir denn hier gemacht? Hey. Schau dir das an. Ah, wieder diese Wutpuppen. Himmel, was ist das? Weiß ich nicht. Die bekannte Wutepuppe aus dem Spiel. Was los das? Alter. Wie heißt ihr, mein Herr? Das ist doch das Mädchen, nur halt ein bisschen jünger. Nicht jünger, aber aus einer anderen Zeit. Ich bin Andrew. Andrew? Und ihr Name, Gnällfrau? Wer bist du? Wieso hast du sowas an? Mein Name ist Mary. Ich habe sie selbst gebastelt. Das kleine Mädchen. Mary stellte sich Andrew und Angela vor. Sie sieht genauso aus wie die neben euch. Werdet ihr so gut und spielt mit mir? Spielt mit! Kumpelstilzchen. Komm, spielt mit Welch mir! Welch Teufelei ist dies nun, Mary? Ich habe nichts getan! Halt den Mund! Ich weiß, was du wirklich bist, Mary. Reverend Carvers Wohlwollen wird verfliegen, wenn er von deinem Bündnis mit dem Teufel erfährt. Amy, komm hierher! Hier ist er! Da ist noch jemand! Beim Feuer! Was? Ich sehe kein Feuer. Ich habe sie auch gesehen. Geht es euch gut? Hast du das nicht gesehen? Etwas stimmt hier nicht. Etwas stimmt hier nicht. Was immer hier passiert ist, es ist vorbei. Du hast keine Ahnung. Du hast es nicht gesehen. Ich verstehe nicht. Was ist hier genau passiert? Dieses Mädchen kam aus dem Nebel. Sprach mit uns. Was für ein Nebel? Vielleicht hat der Nebel euch einfach verwirrt. Das sind die Nerven. Die Nerven, ja? Ein kleines Mädchen hat hier getanzt, ganz im Ernst. Sie redete furchtbar seltsam. War sie überhaupt von hier? Ich weiß nicht, ich konnte sie auch nicht einordnen. Wo sind wir da nur reingeraten? Was war da mit der Lippensynchronisation? Das Kind, Mary. Wollte sie euch wehtun? Wir haben eine Narbe. Ich weiß es nicht. Nein. Ich glaube nicht, dass sie das wollte.
Andrew dachte, dass das Mädchen, dem er und Angela begegnet war, nicht böse im Schilde führte. Und jetzt? Scheint, als hätten wir nur die Straße in die Stadt. Machst du Witze? Weißt du was Besseres? Eben. Ich würde sagen, wie es weitergeht, werden wir dann im nächsten Part herausfinden. Bis gleich. Na, das wurde ja recht schnell dramatisch. Alles, was man tut oder nicht tut, holt einen irgendwann im Leben wieder ein. Glauben Sie nicht? Hast ein paar Reize wieder auf Start. Gucken Sie nicht so. Ich helfe nicht. Vergessen? Mitunter schätzen wir uns glücklich, wenn wir aus Albträumen erwachen. Da ist gar nichts drin. So mag es uns auch im Moment des Todes gehen. Auf meinen langjährigen Reisen habe ich so manchen Glauben und Aberglauben gesehen. Und gewöhnlich steckt ein Körnchen Wahrheit in ihnen. Diese Unglücklichen stoßen hier auf scheinbar unerklärliche Dinge. Ich meine, düsteres Rascheln im Walde, Geister der Vergangenheit, ein Mädchen, das in Gefahr ist. Und um Feuertanz. Oder ist sie etwa die Gefahr? Einerlei, wo waren wir? Angela bekommt nicht viel Klatsch und Tratsch aus Taylor heraus. Keine Enthüllungen. Was ist mit John? Ist er eine Autoritätsperson? Oder vielleicht steht er auch für etwas anderes? Das wird sich und dann ist da Andrew. Er wirkt auf mich etwas verwirrt. Eine Gehirnerschütterung vielleicht? Seien Sie sich gewiss, manche Ihrer Entscheidungen werden Sie später noch wertschätzen. So weit, so gut. Sie kommen voran. Der Kerl in der Bar, er war nicht sehr hilfreich. Ganz schön unhöflich, wenn Sie mich fragen. Er war so verstörend verstört. Genug. Irgendetwas. Hast du etwas gegen Schwarze? Little Hope. Und Seelen sind in Gefahr. Machen Sie weiter. Durchdringen Sie den Nebel. Finden Sie den Busfahrer. Oh, der Busfahrer. Und es ist hell bei ihm draußen. Was ist denn da los? Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. Und da haben wir dann alle? Ja, ne? Dann haben wir alle. Was jetzt? Nein, ich will das nicht. Nein, ich will das nicht. Ja. So geht das. Ja. Nein, so geht das nicht. Nein. Um Gottes Willen, nein. Nein, jetzt bin ich traurig. Okay, ich auf. So. So was geht also, cool. Wir müssen wo lang? Hä? Das hier richtig? Da werden wir dann erfahren. Ich
Ich mache einen Cut ziehen, also Cut und wir sehen es dann. Also ihr seht es genau danach, aber ich sehe es später. Haut rein, bis dann. Ciao. Hey Leute, es geht hier weiter mit Linda Hope. Mit Gwenny. Nein, Angela Merkel natürlich. Und schauen wir uns hier um. Aha. Kann sein, dass die Facecam Probleme macht, ansonsten mach ich die aus. Ich habe gerade Leitungsprobleme, deswegen. Was haben wir denn hier? Ein Hinweis. Ein Hinweis, yes. Nächster Hinweis. Schauen wir mal. So, Postkarte, keine Bilder. War der Busfahrer. Also, mal neu. Ich will noch mal gucken. Geht nicht. Ah, Mann. Das kann man noch hier bestimmt, ne? Oder? Hier. Von der Knarre reinhalten. Ist das vielleicht die Pistole, die der Junge hatte? Hm. Na komm, dann gehen wir weiter. Noch können wir uns kein Fazit darüber geben. Siehst du das? Was war das? Ist sicher nur ein nachtaktives Tierchen. Kein Grund zur Sorge. Mhm. Hoffe, du hast recht. Wenn die Perspektive wieder scheiße ist, scheiße. Vielleicht kommt hier was. Siehst du das? Fuck. Irgendein großes Tier. Hoffentlich, weil sonst gute Nacht. So gewusst, Alter. Ihr seid so Pisser. Ihr seid solche Pisser. Alter, das war doch nichts, Mann. Hey. Vielleicht sieht man von da oben mehr. Achso, danke für den Hinweis. Er ist nur gerade ausgegangen. Jetzt kommt mir sehr bekannt vor. Man of Ante Dawn. Wipes. Was haben wir denn hier? Ghost Town of the Northwest. Stimmt, ich habe ja. Ich habe da Dings ausgeschaltet. Ja. Nochmal. Jetzt geht's, ne? Ja, jetzt kann man es auch lesen. Bitteschön. Ja, ein paar Sachen nicht mitgenommen. Das ist halt so in dem Spiel. Die meisten Spiele basieren einfach darauf, ne? Dass man nicht alles mitnehmen kann. So, können wir mit ihm reden. Junge, was ist los, hä? Junge, was ist? Wie geht's dir? Weiß ich nicht. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Ja, natürlich. Verwirrt. Sinn. Ich glaube, wir sind in Gefahr. Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären. Nichts davon ergibt nicht Sinn. Verängstigen. Was lauert dort? Wir finden schon einen Weg hier raus. Müssen wir ja. Hoffe, du hast recht. Danke für dein Interesse. Bitteschön, bitteschön, mein Junge. Oh nein. Das ist da ein Sumpf. Das ist eine Kette.
Oh, das Spiel, ne? Ekelhaft. Das geht ja mehr ab als der Vorgänger, oder? Hat auch irgendwie Until Dawn-Vibes. Das war ja auch im Wald, glaube ich, ne? Oh mein Gott, ey. Was steht da? Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Das muss so sein. Könnte sein. Zufrieden. Oh, wäre eine Erklärung. Was stand da gerade? Ich habe es noch nicht richtig gelesen. Geschichtsverein Lil Hope präsentiert eine die Hexe von Edmonton. Ein Drama von William Rowley war aufgeführt in historischer Kleidung in der Schule von Little Hope. Oh nein, ich komme zur Schule. Oh nein, Samstag, 17. April. Auf jeden Fall bin ich dabei. Okay, hier geht's nicht weiter. Erstmal so ein bisschen einkassiert, also ein bisschen. Was passiert jetzt? Was ist das? Komische Schatteneffekte. Das Mädchen wieder. Geh mal zu ihr hin. Sieht ihr 10 Meter was, Mann? Schon ein weiter Weg hier. Den wir zulegen. Was haben wir hier? Die Musik. Hör auf. Da vorne ist irgendwas. Oh, nee. Von da kam die nicht, ne? Nee. Ich dachte, das wäre der Tunnel, wo der durchgefahren ist, aber das ist, glaube ich, nicht da. Wo lang? Das wäre ja zurück. Beeilen wir uns. Ist ja auch wie recht du hast. Straße. Schaut mal! Hey! Halt! Stopp! Stopp! Wisst ihr was? Das ist... Was ist das? Das kleine Mädchen. Die Gruppe sah ein Mädchen, das weglief und in einer... in der Dunkelheit einer überdachten Brücke verschwand. Diese Brücke, ne? Die kam da auch in ein paar Teilen vor, oder? Haben sonst was Neues, ne? Alle Horrorfilme, die ich kenne. Oh, die Musik. Was machen wir jetzt? Laut. Kopfhörer laut, ey. Volle Pulle. Ich regle das. Ihr bleibt hier. Ja, nee, ist klar. Ignorier die da einfach, meine Fresse. Ich komm mit, sei vorsichtig. Ja, am liebsten würde ich das Rechte nehmen, aber... Ach, komm. Warte, ich komm mit dir. Warte, ich komm mit dir. Steht hier. Achso. John konfrontiert das Mädchen auf der überdachten Brücke. Hat das eine was mit dem anderen zu tun?
Hey, ihr zwei! Das ist nicht gut. Tschö. Ich bin direkt hinter dir, ne? Ist da wer? Hey! Hallo? Oh, ich muss auf Tasten achten. Hey! Okay. Was zum... John! Eben. Oh, den hat ihr uns jetzt mitgenommen. Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Wer sind sie? Was machen Sie hier? Sie sind... Angela war faszinierend von ihrem Pendant. Titan. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Was zur Hölle bist du? Was willst du? Du bist... Das ist unmöglich. Eine verderbte Zunge. Oh, das ist sie doch, ne? Aber wirkt bei mir nicht. Stimmt. Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. Wer seid ihr? Das kann nicht wahr sein. Starrt mich nicht so an. Ihr seid nicht mein Gemahl. Lol. What the fuck? Gehen wir in die Stadt. Es ist nicht mehr weit. Und da finden wir vielleicht Hilfe. Alles okay? Überhaupt nichts ist okay. Ich habe Angst, bin verwirrt und habe mich gerade selbst im Nebel gesehen. Was ist da drin passiert? Die Frau im Nebel kam wie aus dem Nichts und sah wie jemand aus Salem aus. Sie brabbelte etwas in einem Dialekt, den ich noch nie gehört habe. Und die Krönung? Sie sah genauso aus wie ich. Aber wie ist das möglich? Du musst dich gleich so überreagieren, Angela. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ich gehe woanders lang. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Nie. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Es hat erstmal 10 Sekunden so durchs Kopf. Ich gehe mit John. Andrew hat recht. Taylor hat recht. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand hat dich gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Alle mal durchatmen. Los. Was wäre jetzt am schlausten? Jemand sollte mit ihr gehen. Ich käme schon zurecht, aber gut. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt, zu uns. Ach, der kommt mit. Toll. Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Ja, die kommen nicht zurück. Wie geht das da? Auf einmal, weißt du? Jetzt haben wir zwei Teams. Oh. So wie in den letzten Teilen, da hat man auch verschiedene Perspektiven gehabt. Zuerst immer die, dann aber erst immer die. Dann immer die, dann immer die. So war das in den ersten Teilen. Ist das der Tunnel zur Vergangenheit, oder was? Moment! Das Geräusch! Nein, was tut der? Oh. Mist! Oh,
waren so plötzlich. Ich hab X gedrückt, Shuttle. Kreis. Was? Endo fiel hin, als er über die Leitplanke in die Nähe der überdachten Brücke sprang. Ja, und was hat das jetzt zu tun? Hallo? Der lebt doch noch, Mann. Ist alles okay? Alles gut. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Was war denn das für ein Vieh? Das sind wir eher wieder. Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Oh nein, wir sind im Sumpf. Was zur Hölle war das? Und jetzt? Einmal. X. Nö, ne? Was ist? Ich dachte. Beeil dich. Oh. Wir sollten zu John gehen. John? Er meint es gut, aber das wächst ihm über den Kopf. Warum hast du ihn so? Ach komm. Johns Zeit ist nicht längst vorbei. Sie war nie da. Ein Möchtegern-Literat, der die Tage zählt, bis er endlich in Rente gehen kann. Seine Studenten finden das auch. Er ist barsch, uninteressiert, überheblich. Er behandelt alle wie Dreck, weil seine eigenen Träume nie in Erfüllung gingen. John gibt sein Bestes. Er kümmert sich um uns. Das Problem sind wir. Ich frage mich nur, ob getrennte Wege nicht die beste Lösung für uns alle wären. Du musst recht haben. Gib uns bitte noch nicht auf. Wenn wir zusammenhalten. Warum? Hä? Schaffen wir es lebend hier raus. Ich weiß nicht so recht. Du klingst schon wie Daniel. Wir sollten zu John gehen. Jetzt hat man was Gutes und dann die. Und die Alte ist so. Assi. Eine blöde Kuh, ey. Na, Zombie. Alles okay? Die Deifelsohn. Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Achso, das sprich mal mit dir. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben. Glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Wir wissen echt nicht, was wir gesehen haben. Finde ich auch. Aha. Mit Daniel bin ich nicht so krass. Wir hätten auch nicht geredet bisher, ne? Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Klar, ich verstehe. Das vibriert mal, wenn ich eine Antwort sagen muss. Das ist gar nicht mal so schlecht. Klar, ich verstehe. Klar. Ich verstehe. Wir müssen ohnehin keine Beweise für Geister oder was auch immer finden oder sie widerlegen. Was zählt ist, dass wir hier wegkommen. Okay. Das klingt echt nicht gut. Kein Grund zur Sorge. Die Hütte.
Jetzt kommt dieses Monster da, oder? Man muss aufpassen mit Quicktime-Events, Mann.